Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Day of the Tentacle. So, wir machen weiter. Und zwar erst einmal wechseln wir jetzt zu Laverne, da wir mit Bernhard und Hoagie alles soweit gemacht haben, was wir machen konnten, ohne Laverne mit einzubeziehen. Und Laverne steckt ziemlich in Schwierigkeiten, wie wir gleich sehen werden. Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Okay, wir sitzen in der Zukunft fest, und zwar in einem Käfig. Genau, wir kommen hier also auf jeden Fall nicht raus. Wir können uns Karten anschauen. Wahrscheinlich gezinkt. Die wahrscheinlich gezinkt sind. Und wir haben ein Skalpell. Interessant. Das interessant ist. Okay. Und wie man sehen kann, bei Laverne ist das Interface auch wieder ganz anders. Wir können mit einem alten Mann reden und mit zwei Kartenspielern. Reden wir mal mit dem alten Mann. Der sieht ein bisschen aus wie ein Edison. Okay, die sehen alle aus wie Edisons. Sie sieht aus wie die Krankenschwester, nur jünger. Und er sieht aus wie der Briefmarkensammler. Reden wir mal mit dem alten aber. Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst! Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Ja. Also er ist schon mal nicht Fred Edison, sondern ein Nachfahre. Wer sind Sie? Also wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön euch zu sehen. Also die scheinen beide nicht viel zu sagen zu haben. Und wo bin ich? Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Ja. Eine Tentakel bewacht uns mit einem ziemlich krassen Polizeihelm. Und wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Okay. Und was ist das für eine Menschenshow? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar. Und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Ja, okay. Wir wissen, haben schon mal ein paar Sachen erfahren. Wir können mit dem Tentakelwächter reden oder mit den anderen Edisons. Oh, jetzt werden auch die Namen von ihnen angezeigt. Ich glaube, die beiden betrügen. Ja, sie guckt ständig in seine Karten rein. Ich glaube, die beiden betrügen. Und reden kann ich mit ihnen, oder? Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Ja, okay, er gibt es zu. Und sie bohrt sich im Ohr. Sehr schön. Gut, wir können nur noch mit dem Tentakelwächter reden. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich will raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch, du hast keine Rechte. Ja, in dem Zeit haben wir keine Rechte mehr, schade. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten rauszukommen. Und zwar, wir sitzen hier fest und wir können entweder sagen, wir müssen für kleine Tentakeln, also wir müssen aufs Klo,
dann kommen wir raus zur Zeitmaschine. Oder wir sagen, mir ist schlecht, dann kommen wir zum Doktor. Und das müssen wir als erstes tun, zum Doktor gehen. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Dr. Tentakel. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh, sitz. Ruhig. Als ob wir hier auf unseren Wächter warten würden. Okay, was haben wir? Wir können uns ein Diplom anschauen. Lizenziert zur Behandlung von Tentakeln zum Wohle der Tentakelrasse. Können wir das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Ja, er hat sich die Diplome wohl gekauft. Aber das Tentakelschema hier... Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Wie auch immer, das wollen wir nicht verstehen. Wir nehmen das auf jeden Fall mit. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Das ist nämlich sehr wichtig für uns, das Tentakelschema. Sie haben die Milz mit der Leber vertauscht. Super. Sie haben die Milz mit der Leber Gut, jetzt können wir uns hier im Erdgeschoss noch ein bisschen umsehen. Und zum Beispiel mit den verrückten Personen hier reden. Lächelnde Leute. Die beiden scheinen sich über etwas zu freuen. Ja, die sehen auf jeden Fall seltsam aus. Schild. Diese 400 Jahre alte Uhr ist ein witziges Beispiel primitiver menschlicher Zeitmessung. Oh Gott, das ist also wirklich 400 Jahre alt, das Ding. Ob das wohl immer noch ins Labor runterführt? Werden wir ja sehen. Wir können versuchen, mit denen mal zu reden. Hi. Die reden aber nicht mit uns. Okay. Dann können wir noch mit dem Verrückten hier reden. Also ja, das ist die perfekte Hommage. Sowas tun manche Leute heutzutage ihren Hunden an. Nehmt euch ein Beispiel daran, sonst hättet ihr auch irgendwann mal so. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Sieht aber gut aus. Ist dein Haar naturblau? Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn dein Besitzer dich teilnehmen lassen will, brauchst du noch ein Namensschild. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Das sieht aber gut aus, was du da trägst. Eigentlich nicht. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Okay. Wir könnten versuchen, die Treppe hochzugehen oder durch die Tür. Das bringt allerdings beides nichts, da wir hier noch uns die Wache haben. Hi, ich bin Laverne. Was ist oben los, nette Uhr? Ist das ein echter Bart? Ja. Darauf ist er nicht sehr schön anzusprechen. Du siehst irgendwie blöd aus, wie du da mit dem Netz stehst. Hi, ich bin Laverne. Hi, ich bin Laverne. Das ist schade. Vielleicht solltest du zum Arzt gehen.
Und jetzt geh! Mhm. Kennst du mich noch? Ich bin Kennst Laverne. Kennst du mich noch? Ich bin Laverne. Es tut mir leid, aber da kann ich nichts machen. Und jetzt geh! Okay, er hält Laverne für eine schlimme Krankheit. Was ist oben los? Was ist oben los? Nichts, was sich etwas angehen würde. Eine alte Zeitkapsel und wertlose menschliche Relikte. Und natürlich der Showraum. Zutritt für Menschen natürlich verboten. Es sei denn, sie gehören zur Show. Und jetzt geh! Okay. Was war nochmal oben? Nette Uhr. Nette Uhr. Kaum. Niemand darf sie anfassen. Besonders Menschen nicht. Und jetzt geh! Also, wir kommen schon mal nicht ins Labor. Ist das ein echter Bart? Ist das ein echter Bart? Hm. Du siehst blöd aus, wie du da mit dem Netz stehst. Du siehst irgendwie blöd aus, wie du da mit dem Netz stehst. Hm. Okay, wir können ihn nur ordentlich beleidigen. Hast du den Hut mit deinem kostenlosen Sandwich Hast bekommen? Hast du mit dem Hut ein kostenloses Sandwich bekommen? Hm. Also ja, wir können uns über ihn lächerlich machen und ich bin Laverne. Kennst du mich noch? Ich bin Laverne. Es tut mir leid, aber da kann ich nichts machen. Und jetzt geh! Okay, dann gehen wir mal. Wir können versuchen, durch die große Tür zu gehen. Genau. Hm. Zwinger, Tür. Na okay, wir können uns doch ein bisschen freier bewegen. Hier wäre die Anmeldung. Wir können uns aber erstmal das Bild hier anschauen. Ich glaube, das ist ein Bild von Purpur-Tentakel. Ja, ein Bild von Purpur. Und der Hightech-Mikrowelle, Recyclingmaschine. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Toll. Und wir haben eine Mikrowelle. Da sind drei Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Mutieren ohne Wiedererkennen. Auch schön. Oh, aber hier ist alles beim Alten irgendwie. Hm, leer. Schrank? Ein Vorratsschrank. Öffnen. Nichts drin. Okay. Ja, das hier werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Erst einmal gehen wir in den Kamin. Wie wir das nämlich kennen. Okay. Sieht aus, als würden sie eine Art Show vorbereiten oder so. Sieht aus, als würden sie eine Art Show vorbereiten oder so. Okay, an die Pfanne kommen wir schon mal nicht ran. Dafür bräuchten wir nämlich von Bernhard die Kurbel. So, aber wir können noch mit dem blauen Heidi hier reden. Hallo, ich bin La... Du bist ein hässlicher Mensch! Bitte? Ich scherze nicht! Du bist wirklich der schlimmste Homo sapiens, den ich jemals gesehen habe. Willst du mir damit was sagen? Pass auf, sonst knall ich dir eine. Danke, so gut siehst du auch nicht aus. Danke, so gut siehst du auch nicht aus. Ich habe nie gesagt, ich wäre, aber hast du dich in letzter Zeit mal gesehen? Von deinem Haar alleine kriege ich schon Albträume. Und deine Zähne, die Klamotten und dein eines Auge, das größer ist als das andere. Puh, wie viel schlechter kann ich noch werden? Nicht viel, außer es gäbe zwei von dir. Ja, das ist... Da, wo ich herkomme, gelte ich als Schönheit. Was ist das, ein Schönheitswettbewerb? Ich glaube, ich erschieße mich davon besser. Ich glaube, ich bringe dich um. Nein, lieber nicht. Was ist das, ein Schönheitswettbewerb? Was ist das, ein Schönheitswettbewerb? Ja! Oh! Tja, ich weiß nicht, ob man eine Menschenshow einen Schönheitswettbewerb nennen kann. Eher das Gegenteil. Menschenshow, Menschenshow, wer braucht sowas? Eine Show, super, trag mich ein. Tja, ich werde jetzt deinen Tod organisieren. Schämt eine euch. Eine Menschenshow? Wie erniedrigend. Schämt euch. Ja, mit Menschen zu arbeiten ist erniedrigend. Aber jemand muss es machen. Okay, können wir noch was zu ihm sagen?
Ist es zu spät, sich für die Show anzumelden? Könnte ich noch einen Menschen anmelden? Könnte ich noch einen Menschen anmelden? Du kannst nichts machen. Du bist ein Mensch. Das hier ist die Tentakelwelt. Kapier's endlich. Nur Tentakel können etwas besitzen. Nur Tentakel dürfen wählen. Und nur Tentakel können Menschen für die Show anmelden. Okay.